Die Djinn sind nicht die Klügsten. Allah gab den Djinn viel Kraft. Allah gab ihnen viel Macht. Und sie konnten viele Dinge tun. Und die Djinn lebten auf dieser Erde vor Adam a.s. Und unter ihnen gab es Stämme und Völker. Und sie haben gelebt und haben geheiratet. Sie hatten Nachkommen und so weiter. Aber sie waren sehr verdorben. Sie verursachten sehr viel Unheil. Sie töteten sich gegenseitig. Allah subhanahu wa ta'ala erschuf die ganze Schöpfung der Djinn. Und sie lebten auf der Erde, wie viele Mufassirun berichten. Er, subhanahu wa ta'ala, hat sie auf der Erde erschaffen und sie hatten ein Taklif. Was bedeutet das? Taklif bedeutet, dass Allah ihnen eine Verpflichtung aufgegeben hat, die Verpflichtung, seiner zu gedenken. Nun, wenn Allah einer Schöpfung eine Verpflichtung aufgibt, dann entsendet er, subhanahu wa ta'ala, Gesandte. Und so entsandte Allah Djinn-Gesandte. Das heißt, vor unserem ersten Gesandten Adam a.s. gab es viele Djinn-Gesandte, die Allah zu den Djinn entsandt hatte. Nun, die Djinn sind also aus Feuer erschaffen. Und eines haben die Djinn in sich. Sie sind von ihrem Wesen her feurig. Sie sind wütend, sie sind hastig und voreilig. Sie sind sehr mächtig. Die Eigenschaft, die sie in sich tragen, ist, dass sie untereinander streiten und kämpfen und sich behaupten wollen. Sie wollen ihre Überlegenheit demonstrieren. Das liegt in ihrer Natur. Sie sind ständig im Wettstreit. Aber es gibt auch gute Djinn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der Surah Djinn, dass es unter ihnen Fromme und Nicht-Fromme gibt. Nun, auf der Erde lebten beide Arten der Djinn. Und zu ihnen wurden Gesandte entsandt. Aber viele der Gesandten wurden durch die Djinn getötet. Und es herrschte viel Unheil und Verderben auf der Erde. Viel Unheil und Verderben herrschte auf Erden. Unter ihnen gab es einen bemerkenswerten Djinn, der sehr fromm war. Iblis. Zu dieser Zeit war er ein guter Djinn. Er lobpreiste Allah. Er lobpreiste Allah so sehr. Man muss wissen, dass die Djinn fliegen können. Sie konnten viele der Himmel durchqueren und sie konnten hinauf und hinabsteigen. Sie mussten nicht auf der Erde bleiben, sie konnten hinauf und hinabreisen. Erst als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, wurden die Djinn auf dieses eine Universum begrenzt. Das geht klar aus der Surah Saffat und der Surah Djinn hervor, das könnt ihr hier nachschlagen. Allah hat ihnen verboten, den ersten Himmel zu verlassen. Das heißt, die Grenzen dieses Universums zu überqueren, nachdem unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde. Also was geschah? Auf diesen Reisen überzeugte sich Iblis, dass er Allah subhanahu wa ta'ala sehr nahe war. Und Allah subhanahu wa ta'ala erlaubte ihm immer näher zu kommen. Immer höher und immer höher. Und in einigen Überlieferungen heißt es sogar, dass kaum noch Platz im Himmel übrig war, wo Iblis nicht gewesen wäre und Allah lobpreist hat. Das heißt, Iblis war sehr, sehr nahe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Schließlich erlaubte Allah ihm, in Gesellschaft mit den Engeln zu sein. Iblis durfte sich unter den Engeln aufhalten. So dann beschloss Allah ta'ala, die Engel auf die Erde zu entsenden, um die Djinn zu vertreiben. Jene Djinn, die viel Verderben hervorgebracht hatten. Und diese Armee der Engel war dabei, auf die Erde herunterzukommen, um viele dieser entarteten Djinn zu bekämpfen. Da meldete sich Iblis freiwillig, um mit den Engeln mitzukommen und die verdorbenen Djinn auf der Erde zu bekämpfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm die Erlaubnis. Also stiegen sie auf die Erde herab und töteten eine Vielzahl der Djinn. Und sie beließen nur einige der Djinn auf der Erde. Von diesen wenigen Djinn entstand sodann eine neue Nachkommenschaft der Djinn. Iblis kehrte zurück in die Himmel und viele, viele Jahre vergingen. Richtig. Unsere Welt hat bereits vor uns existiert, wie uns der Koran berichtet. Und auf der Erde lebten Djinn und sie leben hier noch immer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا